wenn man in so einem Kondo wohnt, gehört Hausarbeit auch ein bisschen dazu. Ich bin gerade positiv überrascht, wie gut das Teil hier funktioniert. Da kommt man richtig schön in die Ecken rein. Hier hat es einen Family Mart. Dieses Geräusch ist typisch thailändisch. Das hört man in jedem Laden. Guten Morgen, Leute. Man kann in Thailand auch etwas zur Müllvermeidung beitragen, indem man, wenn man natürlich einen Kaffee oder einen Cappuccino holt, beim zweiten den Becher wiederverwendet. Die haben mich gerade eben angeschaut. Kommt hier wahrscheinlich nicht so häufig vor. So ein typischer thailändischer Straßenverkauf. Geldwechsel mache ich meistens nie in Stresssituationen, immer wenn wenig Menschen um mich herum sind. Und das Geld kontrolliere ich. Ich schaue auf die Echtheit. Ich bin jetzt aktuell im Tukum und ziemlich weit oben gibt es einen guten Shop. Ein kleiner Werkzeugladen mit nützlichem Allerlei und der heißt Mr. Do It Yourself. Da habe ich schon einige Kleinigkeiten, die nützlich sind, gekauft zum guten Preis. Unter anderem kann man hier in Pattaya in so kleine Geschäfte, zum Beispiel heißt es Do It Yourself, so ein kleiner Heimwerkermarkt, Handwerkermarkt. Und nützliche Dinge kaufen, so Kleinigkeiten. Hier ein Licht mit Karabiner für 2 Euro. Dann hier ein kleines Werkzeug. Chrom-Vanadium, auch so um die 2 Euro. Oder hier eine kleine Taschenlampe mit richtig guter Funktion. Oder hier eine Stirnlampe mit richtig gutem Licht. 3 Euro. Zum Fahrradfahren oder Wandern.
Zum Beispiel kann man in diesem Geschäft die verschiedensten Arten von Smartphone-Ständer kaufen. Gibt es in alle Variationen, Höhen, Ausführungen. Dieser hat gekostet 1000 Baht, bezahlt habe ich 500 Baht. Ich denke, für diesen Preis bekommt man es in Deutschland nicht. Falls ja, muss man es bestellen, dann kommt es aus dem Ausland und dauert lange Zeit.